Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Sweetener Box von Ariana Grande. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Sweetener von Ariana Grande, das Ganze aus dem Jahr 2018. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. Jawohl, es ist das vierte Album von Ariana Grande. Wir haben hier eine recht farbenfrohe Box. Oben in so einem türkis-blau-grün. Hier unten dann in einem, ja, mehr oder weniger grau. Und hier vielleicht noch so ein Hauch von gelb-grün. Das Ganze zieht sich von den Farben her über die Seiten weiter. Und auf der linken Seite haben wir dann hier noch den Albumtitel Sweetener. Auf der Unterseite der Box gibt es sonst nichts weiter zu sehen. Alles hier in diesem Farbspektrum, in diesem Farbverlauf. Deswegen schauen wir gleich mal rein. Boxdeckel ist abzunehmen. So sieht das aus, von innen in hellgrau. Und als erstes haben wir hier einmal einen Umschlag. Also so einen grauen Umschlag. Hier sind noch weitere Inhalte drin. Dann haben wir ein schwarzes Bändchen, das hier das Album aus dieser Tasche befördert. Und dann haben wir hier auch noch einen Popsocket fürs Handy. Jawohl. So, ansonsten hier nichts weiter drin. Das Ganze ist hier eingeklebt. Lassen wir mal drin. Packen die Box zur Seite. Und dann starten wir wie immer mit dem Album. Als erstes holen wir aber noch den Popsocket hier raus. Und dann schauen wir uns das Album an. Beziehungsweise, nachdem hier ja noch Sachen drinnen sind, machen wir einfach das mal auf. Okay, also hier haben wir einen Tattoobogen, ein Poster und drei Fotos noch dabei. Okay, gut, dann starten wir mit dem Album. So sieht das aus, das Cover von Sweetener. Wir haben hier die Dame, die Interpretin Ariana Grande, auf dem Kopf stehend. Etwas knapp bekleidet, würde ich sagen. Hier unten dann den Schriftzug Sweetener. Das Ganze kommt in einem regulären Jewelcase, hier in so einem beige gehalten. Auf der Seite lesen wir auch wieder Ariana Grande, Sweetener und die Katalognummer. Und auf der Rückseite haben wir Barcode, Labels. Dann die Dame hier, wie gesagt, in diesem knappen Top bekleidet. Und auch die Tracklist ist hier auf dem Kopf gedreht. Wir haben hier auf dem Album insgesamt 15 Tracks und 3 Features. Features kommen von Pharrell Williams, Nicki Minaj und Missy Elliott. Okay, dann schauen wir mal hinein. Als erstes schauen wir uns das Booklet an. So, was haben wir hier? Wir haben hier einmal ein Foto, die Dame hier auf den Stiegen sitzend, zeigt uns hier ihre nackten Beine. Dann haben wir hier die einzelnen Tracks mit den Credits dabei. Also das sind keine Lyrics, sondern es sind wirklich, auch wenn es hier sehr viel ist, es sind hier die Credits für jeden einzelnen Song hier aufgeführt. Dann haben wir hier wunderbare Gemälde, hier so im alten Stil, wie so ein Ölgemälde designt. Ich glaube, das Bild kennt auch jeder. Die Berührung kurz bevor stehend. Dann haben wir hier die Credits, auch wieder auf dem Kopf. Kommen hier dann in goldenen Rahmen daher. Zum Abschluss nochmal ein Foto in goldenem Rahmen von der Interpretin. Weitere Credits. Und nochmals ein Foto. Wunderbar. Gut, hier gibt es dann noch ein Foto, wieder auf der Treppe. Das hatten wir ganz am Anfang schon, genau. Allerdings mit einem etwas tristeren Hintergrund, hier so in Grau. Und hier wieder die Labels. So, genug vom Booklet. Wir packen das wieder zurück und kommen zur CD. Die ist hier in so einem lila-blau gehalten. Sieht so nach Wolkenlandschaft aus. Auch hier lesen wir wieder den Titel, allerdings auf dem Kopf und spiegelverkehrt. Ariana Grande, Sweetener. Und die Rückseite ist in seinem Beige gehalten. Okay, soweit zum Album.
Als nächstes haben wir dabei einen sogenannten Popsocket. Der kommt hier kreisförmig. Wir haben hier zwei Buchstaben, A und G. Das steht wohl für Ariana Grande. Dann haben wir hier so eine Schutzschicht, und zwar so einen 3M-Sticker. Wenn man den dann abzieht, dann hat man die klebende Oberfläche und dann kann man das hier aufs Handy machen. Ich mache das mal kurz auf, genau. Also das ist dann der Popsocket. Ich glaube, ihr kennt diese Dinger. Die kann man dann einfach auf sein Handy klatschen und dann kann man hier mit Ariana Grande auf seinem Handy repräsentieren, wenn man das möchte. Und dann, wie auch immer, ich verwende sowas ehrlich gesagt nicht, hier dann immer sein Handy halten damit. Okay, genug zu dem Popsocket. Dann haben wir den Inhalt aus dem Kuvert. In diesem Kuvert, in diesem Briefumschlag, waren unter anderem hier drei Fotos. Die kommen hier in so einer Polaroid-Optik. Einmal hier mit Lichtstrahl über dem Gesicht, also mit so einem Spalt, mit so einem Lichtspalt. Dann haben wir das hier mit einem Prisma. Ja, sieht aus wie so ein Regenbogen im Gesicht. Und ein drittes Foto, auch wieder in diesem knappen Top. Das ist das Coverfoto des Albums. Und hier dann noch mit Unterschrift. Muss man aber dazu sagen, das ist hier einfach aufgedruckt. Also es wurde hier nicht händisch unterschrieben, sondern das ist hier wirklich aufgedruckt worden. Okay, also drei Polaroid-Fotos. Dann haben wir mit dabei ein Poster. Das Poster ist im Hochformat gehalten. So sieht das aus. Das Foto kennen wir schon aus dem Booklet. Die junge Dame hier auf der Treppe sitzend. Hier unten gibt es dann nochmal den Sweetener-Schriftzug unten rechts im Eck. Das Ganze ist einseitig bedruckt, Rückseite weiß und wie gesagt, das Ganze im Hochformat. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch einen Tattoo-Bogen. Hier haben wir diverse Motive, unter anderem hier die Künstlerin in so einem Comic-Stil, dann die Wolken in lila und blau und dann diverse 1, 2, 3, 4 so Symbole und dann noch hier diverse Worte und Schrift-Tattoos. And what about Ariana Grande, Sweetener 2018 und H2GKMO. Jawohl, auf der Rückseite haben wir dann noch die Infos, die Instructions, also wie ist sowas zu verwenden, wie bringt ihr diese Tattoos auf eure Haut auf, das alles wird euch hier erklärt, allerdings eben auf Englisch. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Tattoo-Bogen, dann haben wir das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat, die drei Polaroid-Bilder, eines hier mit aufgedruckter Unterschrift, die anderen zwei ohne. Den Popsocket mit den Initialen AG, sowie natürlich das Album an sich im Jewelcase mit insgesamt 15 Tracks und 3 Features. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Sweetener von Ariana Grande. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Ariana Grande unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.